Oh, jetzt regnet's. So, wir machen hier mal ganz flugs. Bring mal wieder. So, das sind jetzt 9 mal 9. Acht, 16, 24, 32. Also das müsste reichen. Kürbisam. X verhungern. Na. Oh, da freut er sich wieder, ja? So, wie viel haben wir denn noch? 6 Stück. Na, geht doch. So, komm mal her. Ja, der Samen ist gekeimt. Wir haben eine kleine Kürbispflanze gezogen. Ich habe so viel über Kürbisse gehört. Angeblich sind sie sehr lecker, wenn sie gegrillt werden und zudem auch noch gesund. Ich kann es kaum erwarten, einen zu probieren. Schon bald wird das Gottesgewächs wieder völlig erstarkt sein. Aber ich bin nicht sicher, was danach passiert. Ich habe es Tag und Nacht studiert, um seine Geheimnisse zu enträtseln. Wo wir gerade von Geheimnissen reden, der Geist auf dem Friedhof erwähnte etwas Merkwürdiges. Oh, Entschuldigung. Ja, war Malros. Er sagte, dass vor langer Zeit ein Bauer auf dieser Insel wohnte. Er war es wohl, der sie in eine Utopie verwandelte. Aber wenn das stimmt, wann haben alle angefangen zu glauben, dass der Bauer nur Verwüstung und Verzweiflung verbreiten? Wenn du mich fragst, dann steckt nicht nur das Gottesgewächs voller Geheimnisse. Diese Geschichte von dem Erbauer ist zu... Ja. Dann haben wir jetzt ihn wieder. Und Nanzo. Mächtige Metzeldiener Tigerle. Der Grünfeld-Bauernhof sieht besser aus als je zuvor. Das lang erwartete Erntefest rückt näher. Das bringt mich zu meiner Bitte. Obwohl du dir sicher bereits ausmalen kannst, worum es gehen könnte. Wenn du wieder Bürgermeister wäre, ja? Genau so ist es, mein Junge. Läute für mich die Glocke des Erbauers, damit unsere Baufähigkeiten in den Himmel schießen und noch mehr Arbeitswillige auf den Hof kommen. Irgendetwas sagt mir, dass das nächste Glockenläuten so etwas wie eine erbauerliche Renaissance auslösen wird. Frag mich nicht warum, ich habe es einfach im Gefühl. Ah ja. Also Tigerle, deine Mission ist klar. Erfülle die Bitten deiner Dorfbewohner, verdiene ihre Dankbarkeit und läute die Glocke des Erbauers noch einmal. Ah, was wollen die denn wieder? Hallo Tigerle, ich wollte dich gerade um etwas bitten. Wie konntest du das nur wissen? Pastor L. sagt, er erwartet Großes von mir. Es ist wohl meine Zeit zu glänzen. Wie wahr? Es ist Zeit für mich, aus dem Schatten meiner Schwester zu treten und als starke, unabhängige Frau voranzuschreiten. Als erstes brauche ich ein eigenes Zimmer. Ich bin nicht wählerisch, was die Möbel betrifft. Ein einfacher Schemel, ein Bettstroh und eine Fackel sollten ausreichen. Oh, und natürlich brauche ich auch ein Namensschild. Häng es bitte einfach drin an die Wand, damit alle wissen, wem der Raum gehört.
Tigerle, ich wäre dir sehr verbunden, wenn du mir einen Raum bauen könntest, der mir ganz alleine gehört. Oh, und vergiss nicht, meinen Namen auf ein Namensschild zu schreiben. Ich möchte keine Unklarheiten darüber aufkommen lassen, wem der Raum gehört. Hänge ein Namensschild an die Wand eines Raums, schreibe den Namen eines Bewohners drauf und schon gehört der Raum ihm. Kein Zutritt mehr für den Rest der Siedlung. Ja, sie will, nein, nicht Lilly. Ja, ich will hier. Safra. Hallo Tigerle, der Grünwelt. Grünfeld-Bauernhof sieht in letzter Zeit wirklich fabelhaft aus. Es ist fast an der Zeit, das Erntefest zu feiern. Und ich kann mir keinen besseren Ort vorstellen. Aber es gibt da noch eine Kleinigkeit, um die ich dich bitten wollte. Ich möchte, dass du ein paar Wimpelgirlanden herstellst und das ganze Dorf damit schmückst, damit es so festlich wie möglich aussieht. Puh, ich habe endlich den Mut aufgebracht, danach zu fragen. Lilly hatte wirklich recht. Ich muss einfach nur sagen, was ich sagen will. Das ist es also. Ich möchte, dass du mindestens 30 Wimpelgirlanden herstellst und sie zwischen den Gebäuden im Dorf aufhängst. Zwischen den Gebäuden, ja, das wird aber schwer, du. Clemens, bleib doch mal da. Pierre, Entschuldigung. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich aufs Erntefest freue, Tigerle. Rosi sagt, dass man früher Dekorationen aus Kürbissen gefertigt und überall im Dorf aufgestellt hat, um alle in Erntefestlaune zu bringen. Und wenn wir schon so ein Fest steigen lassen, sollten wir es richtig machen. Also, was meinst du, Tigerle? Fällt dir irgendwas Kürbissiges ein, womit wir das Dorf dekorieren können? Nö. Mir nicht, aber ihm scheinbar schon. Tu mir nur diesen einen Gefallen und ich bitte dich nie wieder um was. Wenn dir was Besonderes einfällt, verteile 3 davon auf dem Hof, damit es echt nach Ernte aussieht. Yeah. Na, Kürbislaterne. Entschuldigung. Ein kolossaler Kürbis mit verzogener Visage von innen erleuchtet. Ja, da brauchen wir erstmal Kürbis, so. Dann will Madame Pompadour ein eigenes Zimmer. Okay, wir brauchen mal... Obala. Ja gut, können wir ja mal wieder, ne? Na? So, das haben wir. Nehmen wir mit. Hau mal wieder rein. 24 Brote haben wir schon. So. Warte mal. Lassen wir den mal kochen. Oh, ein Bettchen haben wir noch. Malros, schau dir die Röhre, der muss auf dem Boden schlafen. Und schon wieder Pisswetter hier. So, noch 262. Hm?
So, was hat denn der? 25 Sattheit, 5 LP und Wunsch Abwehr hoch. So, können wir den da rein tun. Wurmfutter. Kämpfen die denn alle hier? Ja, da müssen wir wieder bimmeln. Genau, ich wollte Zimmer bauen. Können wir wieder was machen, hä? So, den nehmen wir um mit. Wimmeln wir mal wieder. So, Wimpern gelandet, genau, wir brauchen. So, den da haben wir mal. Dein. Toll. Und hier. So, das ist ja ein Privatzimmer. So. Ein Bett, ein Ding und ein Schild. Ich glaube, so muss es mindestens werden, ne? Jetzt hat man wieder das Pissen aufgehört. Genau, dann brauchen wir eine Tür. Eine Laterne, ein Bett haben wir nur irgendwo. Eine Tür. Ein Bett. Was wollte die noch? Ah, genau das Schild. So, das hier hin. Das hier hin. Ah, wo ist sie denn jetzt? Da ist sie. Einen einfachen Schemel brauchen wir noch. Und ein Namensschild.
Also ein Schemel und das Namensschild. Ein Schemel und wo ist das Namensschild? Ihr Namensschild. So. Den machen wir da hin. Hä? Geht doch. So, wer soll diesen Raum bewohnen? Wo ist denn der Lilly? Da ist sie doch. Lilly wird fortan in diesem Raum bewohnen. Einverstanden. Schön. Ach du meine Güte, du hast einen Raum für mich gebaut. Und zwar genau so, wie ich dich gebeten hatte. Vielen Dank, Tigerle. Warum baust du nicht auch Räume für die anderen? Du musst nur ein Namensschild mit einem Namen drauf in einem Raum aufhängen. Dann weiß jeder, wem dieser Raum gehört. Übrigens, Tigerle, einige der anderen Dorfbewohner erwähnten, dass du und Malros hier seid, weil ihr helfende Hände sucht, um eine Grünfläche auf deiner Insel anzulegen. Nun, ich würde nur zu gern helfen. Ich würde gern mehr von der Welt sehen, also sprich mich ruhig an, wenn du bereit für die Heimreise bist. Ah, gut zu wissen. So, dann bimmelim. Also viel war das jetzt aber nicht. Hm. Ah, jetzt lassen die erst fallen. Oh Mann. Oh. So. Dann können wir hier schon mal. So, dann wollt sie. Oh. Tomaten. Da kommst du jetzt her. Kommst du auch mit? Die sind noch nicht so weit. Wie die wieder alle da drin hocken. Haben die das da? Ich meine, bevor wir dieses ganze Brot wegfressen. So, was brauchten wir denn jetzt noch? Wir sollen Girlanden machen. Da ist die Stück wandert, ne? So. Ja gut, das war's. Ja, das war so kontraproduktiv. Hä?
Hä? Ja, mehr haben wir noch nicht. Aber warte mal, hier geht doch das, oder? Ah, fast. Hey, wieso geht das nicht? Das geht nicht, das ist doof. Komm halt jetzt mal da hin. Ah, du sollst es da hinbauen. So, und dann nimmst du den wieder weg und dann geht der. Ja, das geht so nicht. Wie ging's doch gerade? Ah, doch nicht dich. So, dann machen wir den so. So und so. Können wir mal denn noch was machen hier? Hier auf den. Ja, das Problem ist, ich kann den halt, ich kann den nur ein hoch machen. Und nicht ums Eck, das ist doof. Ja, sammeln wir mal. Ah, jetzt hängt aber irgendwo. Ey, aber hier kann man doch noch was, oder? Das ist doch Scheißendreck. So. Alter. Ach hier. Fertig. Doch schön. Oh, 50, noch 30. Meine Güte, danke, Tigerle. Bei den hübschen Wimpelgirlanden hier überall fühlt es sich an, als fände das Erntefest bereits statt. Wenn ich mir nur vorstelle, wie alle inmitten dieser farbenfrohen Dekoration feiern, ist mir schon zum Jubeln zumute. Ich kann es kaum erwarten. Ich weiß, ich hätte dich längst fragen sollen. Aber wie bist du überhaupt nach Grünfeld gekommen, Tigerle? Ach du liebe Güte, du und Malros seid auf einem Schiff hierher gesegelt? Aber die Kinder Hagons haben Menschen strikt untersagt zu segeln. Allein von einer Insel zur anderen zu reisen ist der Gipfel der Ketzerei.
Aber ich muss auch sagen, dass ich etwas neidisch bin. Ich wollte schon immer mal auf einem Schiff reisen. Man sagte mir, dass es auf einer Insel weit im Osten eine strahlende Stadt namens Mondbach gibt. Ich habe schon immer davon geträumt, sie zu besuchen. Aber es heißt, dass die Kinder Hagons jeden einsperren und den Schlüssel wegwerfen, den sie auf hoher See erwischen. Und du weißt ja, wie sehr sie ihr Bauer hassen. Mir schaudert bei dem Gedanken, was sie dir antun würden. Sei auf der Hut, Tigerle. Hamba. Da stehen sie wieder alle Schlange für das Badehaus. Oh, 11 Stück noch. Mal vielleicht irgendwo was vergessen. Oh, wir können. So, da würde ich sagen, wollen wir mal. Achso, den da brauchen wir. Also schön bei Nacht, im Regen. Siedlung Stufe 4, Max. Okay, höher geht nicht. Die Bewohner haben unglaublich große Lust zu bauen. Ah, da kommen nochmal zwei. Die Einwohnerzahl der Siedlung von Tigerle ist ein wenig gestiegen. Was kriegen wir jetzt? Tigerle lernt eine Menge neuer Anleitungen. Das findest du aber nicht. Holzdach mit Kante. Flaches Holzdach. Holzdachfenster. Holzdachfürst. Und landwirtschaftliche Ausrüstung. Haltbare Anziehsachen für Agrarfans. Abwehr plus 10. Du weißt also endlich, wie man Dachziegel erstellt, ja? Für hier ist es etwas spät. Aber Lulu hätte bestimmt gerne auf dem Island das Erwachen sein Dach über dem Kopf. Gröhlende Grausenfüßler, Tigerle, ich platze geradezu vor Baukraft. Das kannst du laut sagen, ich wollte noch nie so sehr was bauen wie jetzt gerade. Ich kann fast gar nicht stillhalten. So geht es mir auch. Ich will einfach nur immer mehr bauen und dann noch etwas bauen. Geht's euch allen gut? Ich glaube, ihr müsst euch alle mal ein Weilchen hinlegen. Uns geht's prächtig, Malros. Eines Tages werden wir bestimmt etwas bauen, um unser Verlangen zu stillen. Ich hoffe nur, dieser Tag kommt lieber früher als später. Und es gibt noch mehr gute Neuigkeiten. Das Glockenläuten hat uns wohl noch ein paar aufstrebende Erbauer beschert. Mit dem Grünfeld Bauernhof geht es wieder bergauf. Du weißt, was zu tun ist, Tigerle. Begrüße unsere Gäste und heiße sie in ihrem neuen Zuhause willkommen. Jojo, servus. Was haben wir denn hier? Das Gottesgewächs auf einem Bauernhof? Wer ist für diese Ketzerei verantwortlich? Wir sind es. Wir haben diesen Hof mit allem drum und dran aufgebaut. Wir sind alle Erbauer. Was? Wenn die Kinder Argons davon wüssten, würden sie eure Gedärme zu Strumpfbändern verarbeiten. Hey, Tigerle! Vielleicht kannst du uns nicht auseinanderhalten, da wir alle die gleichen Hüte tragen. Aber wir sind die Bauern, die bei deinem letzten Glockenläuten eingetroffen sind. Sie zum zweiten Mal läuten zu hören, hat uns daran bestärkt. Wir werden auch Erbauer. Ihr seid alle zum Untergang geweiht. Ihr könnt euch ja gerne in euer eigenes Verderben stürzen, aber wir sind nicht so dumm. Du kannst dir deine Selbstgerechtigkeit sonst wohin stecken. Hör auf, um den heißen Brei zu reden und werde einfach Erbauer, okay? Oh, bitte, sag, dass du dich uns anschließt. Sachen herstellen, Max. Macht so viel Spaß, wirklich. Lass uns alle ja Bauer sein und den Grünfeld Bauernhof wieder ins Leben rufen. Arr, sei ein Erbauer, sei ein Erbauer. Haben die den Verstand verloren oder ich?
Nun gut, ihr habt mich überzeugt, wir schließen uns euch an. Wir stammen aus Grünfeld, da können wir auch Grünfeldbauern sein. Zwei weitere Grünfeldbauern ziehen auf dem Grünfeldbauernhof ein. Na komm schon,